So. Alle Anwesenden bitte mal kurz zusammenkommen für die Siegerehrung. Christian, ist noch jemand draußen? Liebe Getränkehersteller, auf dieser Flasche könnte Ihre Werbung stehen. Auf der Bierflasche. Also, Siegerehrung, bitte mal kurz aufhören mit dem Abbau. Fangen wir an mit dem Mix. Auf Platz 6 Christine und Daniel. Platz 5 die Susanne und der Kevin. Platz 4 die Petra und der Marco Schmidt aus Naila. Platz 3 die Lisa und der Daniel Grendler. Platz 2 die Ina Barth und der Klaus-Peter Merkel. Ohne Niederlage, bayerischer Mixmeister auf Eichenkreuz-Ebene, Sandra Pöllet und Tobias Fischer. So, dann bleiben wir bei den Mädels. Damen Doppel, Platz 3, die Susanne und die Alexandra. Platz 2, die Petra und die Ina. Und beide Damen Doppel mit 3:0 gewonnen und somit auch wieder bayerischer Meister, die Sandra und die Lisa. Natürlich alles Seefeuer im Lauf. Und dann haben wir Damen Einzel. Waren ja auch nur 7 Teilnehmer vom Seefeuer im Lauf dabei. Platz 7 die Kirstin. Platz 6. Platz 6 die Petra. Entscheiden müssen. Dadurch Platz 5 die Alexandra. Platz 4 die Lisa. Dreimal haben wir 5:1, alle getrennt durch Satzverhältnis. Platz 3 die Susanne Bartsch. Hat also jeder gegen jeden gewonnen, da entschied wieder das Satzverhältnis. Erneut 2. Platz, jetzt im Damen-Einzel, die Ina Bartsch. Und Platz 1, die Sandra. Ach, hast du keine Gegner gehabt, Mensch? Nur Opfer, nur Opfer. Junge Doppel, Platz 4, Schübel und Piebach-Kneiler. Platz 3, der Yves Biener und der Patrick Günzel, Zehfold im Lauf. Platz 2, der Jonas Hützler und der Julius Wassmann. Wo ist denn die Kamera schon? So, bayerischer Meister im Doppel, vom Käfer im Neiner, von Waldenfels und Pikukin sind schon gefahren. Jungen Einzel waren es 8 Teilnehmer. Platz 8 Stefan Piebach, Neiner. Platz 7 Yves Biener, Lauf. Platz 6 René Siegel, Neiner. Platz
5, Jona Schüttler, nein. Platz 4, Leon Pickery, nein. Platz 3, Thorsten von Haldenstein, Eva von Meiler. Platz 2, nicht wieder überraschend, Patrick Hinsel, Eva von Laus.
nächste Woche im Training, denke ich immer. Ne? Oder halt dann viele dann auch wieder in Grüntal bei der Deutschen. Die am 1. und 2. November. Schwarzwald, Westgrün. Also ich habe schon mal abgefragt, wer alles mitfährt. Ja. Falls irgendjemand nicht mitfahren sollte, bitte mir noch rechtzeitig Bescheid geben. Wir waren.